Dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen können für das Schuljahr. Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Damit herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Ich bin Milhauser und ich freue mich, mit euch diese Reise gemeinsam zu gehen. Das wird großartig, sage ich euch. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Oh, Ministerium. Hast du das gesehen? Runrock. Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eliasar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eliasar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Es sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Ich sehe Leuchten. Dein Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Oh. Ach du Scheiße. Festhalten! Psst.
Gib Gas, Junge, gib Gas! Scheiße. Das geht ja gut los. Oh, süß. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Dieser Mega-Power-Tank, ne? Das klingt nicht nach Harry Potter. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Okay. Maus funktioniert. Laufen geht auch. Aber mehr als bewegen kann irgendwie noch nicht. Gott, wo sind wir hier? Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie? Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Das sollten wir tun. Schön aufpassen. Oh, das habe ich die jetzt hier umgeschüttet. Das tut mir leid. Aber ist das eigentlich laut? Moment mal. Ich muss mal ein bisschen hier Audio. Ich glaube, es ist etwas laut. Ne? Soundeffekt mal ein bisschen runter. Dialoge passt. Stimmenhöhe. Ich nehme noch ein bisschen tiefer. Ich finde die Stimme ein bisschen anstrengend. So. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe einen Zauberstab. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Okay, ist ein bisschen Tutorial-mäßig, ja? Bau ist also mein Dings. Kann ich das wieder ausmachen? Ja, okay. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Uiuiuiuiui. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Wahnsinn, was du alles rausfindest, alter Mann. Wie fit der noch ist, Sir? Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht.
Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Das kann ich verstehen. Oh. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Basiszaubertippe. Ja. Achso, nur einmal draufklicken. Okay, das war einfach. Ich dachte, ich muss gedrückt halten. Ausgezeichnet! Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Okay. Cool. Das finde ich jetzt schon gut. Cool. Hey, warte. Oh. Alter, das hakt aber noch ganz schön, das Spiel. Das war etwas holpriger als erwartet. Die Stimme von ihm hatte ich eben umgestellt, weil... weil sie so ein bisschen blechern klang mit so einem Nachteil, das fand ich nicht so schön. Ihr König verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Okay, okay. Oh, jetzt hätte ich ihn fast erwischt. Sorry. Ah, da oben. Ja, ja, Parcours ist gar kein Thema. Ne? Das ist schon cool. Expelliarmus. Gleich davon. Avare Kedavra. Oder auch nicht. Der Wind ist ganz schön laut. Bleiben Sie ruhig. Reparo. Alles klar. Kaputto. Fast geschafft. Ja. Crazy. Geht doch. Ja. Fehlt das eigentlich irgendwas oder ist das einfach nur so? Oh. Das sieht ja aus wie Kräuter von New World. Haben die gleiche Pflanzen hier verwendet, wa? Mir schwan. Hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Ein Drachen zum Beispiel. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an, mit der dir in der Mitte, dies ist dein aktuelles Ziel, halte vor und die Einzelheit des Auftrags an, ab, bei. Ja, ist ja gut. So. Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Toll. Das war jetzt sehr... Okay, also wir gehen mal hier. Minimap sehen wir ja, ne? Da müssen wir hier rum. Da. Schon cool.
Also, wofür sind denn die Basen da? Ich kann ja so ein bisschen Spielchen machen, ja, aber... So richtig bringt das ja nichts, ne? Nö. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? 13, 12... Ach, das sind die Meter dahin. Ah, okay. Was ist das? Professor Fig? Das sieht aus wie Hogwarts irgendwas, oder? Da ist er. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Das ist alte Magie. Untersuchen. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Ah, wir sind in diesem Raum. Schnarcht hier jemand? Da schläft doch jemand. Oh, ein Kobold. Hallo? Godrics Herz. Unmöglich. Wieder aus, die Leine. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Gringotts, genau. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Ups. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Das ist schon cool. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Ui, gut, ui, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Krass. Ich stelle mir gerade vor, so wären unsere Banken. Geil mit Achterbahn. Verliesnummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren.
Knochige, knurrige kleine Kerle. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Dann muss man da ja auch wachen. Hier unten passiert wahrscheinlich ständig was Schlimmes. Da sind wir. Okay. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Man darf gespannt sein. Ich weiß nicht warum, aber ich traue diesen Kobolden nicht. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Hier, halte deinen Zauberstab mit... Maus fest, bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Oh, okay. Das habe ich verkackt. Jetzt verstehe ich, okay. Ich war zu langsam. Hallo, schneller. Ach, scheiße. Scheiße. Ich hab. Ich muss hier immer nochmal drücken. Okay. Verstehe. Hat ein bisschen gedauert, sorry. Revelio. Da! Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Ja. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies... Revelio. Gehen Sie vor. Achso, okay. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach! Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Das ist nicht gut. Okay, das geht schon mal, das ist gut. Revelio. Das geht auch, okay. Man sieht ja hier gar nichts. Lumos will ich auch können. Professor, wo gehen wir? Da vorne ist etwas. Ah. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden.
Wieso sehe ich das immer und er nicht? Bist du für ein Zauberer? Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. So, was heißt das konkret? Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Im Verlies stellt mir fest, dass es leer war. An einer versteckten Tür fand ich ein leuchtendes Symbol, das gleiche wie auf dem Portschlüsselbehälter. Als wir versuchten, die Tür zu öffnen, fanden wir uns plötzlich in einer gewaltigen Dunkelheit wieder. Wir befinden uns wohl immer noch in Gringotts, aber das hier ist kein gewöhnliches. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Gott, ist das jetzt immer so kompliziert oder lerne ich es jetzt gleich wieder schneller, so wie eben? Ah, du hast Lichtzauber Lumos erhalten. Der automatisch deinem Zauberset zugewiesen wurde. Lumos lässt die Spitze deines Stabs aufleuchten, damit du in dunklen Gebieten besser sehen kannst. Lumos! Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Warum der Professor das allerdings nicht gemacht hat, wenn er Lumos schon konnte. Upsi. Nun denn, vielleicht hätte ich öfter mal Q drücken sollen. Expulso! Protego! Levioso! Okay. Contrenco! Expulso! Und Essendo! Contrenco! Levioso! Depulso! Protego! Expulso! Confrego! Lumos! Lumos! Kommen Sie! Ja, wohin denn? Wohin denn? Was soll ich denn tun? Na toll. Professor! Professor Fick! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Um Professor Fick zu finden, müssen wir den... Wohin soll ich nur gehen? ...kleinen Leuchtespermien folgen. Was passiert hier? Oder? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ja, ja. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Revelio.
Lumos. Revelio. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. So. Lumos. Alles klar, wir müssen ja erstmal hier die... Dich haben wir. Oh halt, warte mal, Moment. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Oh Scheiße. Protego! Halte Q während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Habe ich auf der 3 so einen Trank liegen, ne? Aber 3 ist ja sauber. Wie kann ich den einsetzen? Hallo? Lumos! Oh. Bisschen dunkel. Da gehen wieder die Leuchtekäfer. Okay, wir können mit Shift auch sprinten. Das ist schon mal cool. Da ist wieder dieses Zeichen, guck mal. Mega. Das sieht schon ziemlich cool aus, ne? Soll ich? Ich trau mir nicht so richtig. Na gut. Hallo? Ist da jemand? Revelio. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ja, ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Das ist eine Erinnerung da drinne. Kopf runter. Das ist schon cool gemacht. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad... unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen.
Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Oder ich. Wir haben alles getan. Als Fünftklässler. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie ihm gibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Cool. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Der ist ja unsympathisch. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Oh, wow. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Oh. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Wo sind wir denn? Oh. Cool.
Mhm.